Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht, ich habe ein Paket bekommen für Flaconis und das werden wir jetzt unboxen. Ich glaube, das Thema habt ihr schon erraten. Ich habe hier so ein paar kleine Freunde uns mal dazu geholt, die uns zuschauen werden. Ich habe natürlich den neuen Guerlain Shalimar Millissime Tonka bestellt und den wollen wir jetzt unboxen und ein First Impressions damit machen und die Proben, die ich noch dazu genommen habe, die schauen wir uns natürlich auch an und los geht's. Tada! Oh, wie schön! 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 Ein Brief von Guerlain. With the compliments of Guerlain. Paris. Yeah. Und ich habe mir mal eine Geschenkverpackung dazu gegönnt, weil ich dachte, die macht sich doch sicherlich ganz gut hier in unserem Video. Und oh, da ist er, den schauen wir uns gleich mal ganz genau an. Zum Vergleich, hier ist der von letztem Jahr, die Verpackung sieht ja relativ ähnlich aus, das Artwork ist ein bisschen ein anderes, aber die Farben Gold und Schwarz sind die gleichen. Den schauen wir uns nachher an. Beziehungsweise jetzt will ich erstmal schauen, welche Proben wir haben. Ein kleines Säckchen, das finde ich schon mal sehr cool gemacht. Oh, ich freue mich so. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell ich diesen Duft bestellt hatte, als der wieder online verfügbar war bei Guerlain. So, und wir haben hier drei Proben. Einmal Mandarin Basilik von Aqua Allegoria in der neuen Forte-Version, da bin ich sehr gespannt drauf. Deshalb habe ich auch hier mal den Originalduft zum Vergleichen mit rausgekramt. Dann haben wir einmal Cherry Oud. Wir haben einmal Herbe Troublante, auf den bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich, ja, den Duft, den ich ja die ganze Zeit schon haben wollte. Legen wir das mal ein bisschen zur Seite. Oh Leute, ich bin so gespannt. Ich habe hier auch schon mal zurechtgestellt den Shalimar aus dem letzten Jahr. Der Millissime Tonka ist ja jetzt der zweite Duft aus der Millissime Sonderedition, sag ich mal. Letztes Jahr um die gleiche Zeit wurde der Millissime Vanilla Planifolia gelauncht und dieses Jahr der Tonka. Und der war innerhalb von wenigen Tagen war der bei Guerlain ausverkauft, aber sie haben zum Glück nochmal Nachschub bekommen. Und dann habe ich doch sehr fix diesen Duft bestellt und den packen wir jetzt mal aus. Seid ihr auch so gespannt wie ich? Ich muss sagen, in ein paar Unboxings habe ich ihn schon gesehen, aber es ist immer was anderes, ihn selbst in der Hand zu haben. Okay. Oh ja. Oh ja. Man sieht schon direkt, ne, den farblichen Unterschied. Das habe ich aber in den Videos auch schon gesehen. Und mir gefällt es auch ganz gut, dass die Plakette in Schwarz gehalten ist. Und ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was. Am Kopf rieche ich schon eine Shalimar-Note, also so diese bekannte Shalimar-Basisnote. Der Millissime Tonka ist ein Release aus diesem Jahr, eine limitierte Edition. Das ist jetzt ein 50 ml Flakon, den gibt es auch gar nicht in einer anderen Größe. Ein Eau de Parfum. Wir haben in den Duftnoten Folgendes. In der Kopfnote Bergamotte und Bittermandel, in der Herznote Rosenabsolü, Iris und Jasmin Sambac und in der Basis Tonkabohnen-Absolü und Vanille.
Ja, die Tonkabohne gibt dem Duft auch den Namen und ich bin sehr gespannt, wie die Bittermandel hier rauskommt. Parfümeure sind Thierry Vasseur und Delphine Jacques und es ist ein Damenduft. Und wisst ihr was? Ich kann nicht anders, als ihn jetzt schon mal aufzusprühen. Ihr seht mich aber gleich auch noch mal. So. Ja. Der erinnert mich im allerersten Aufsprühen so ein bisschen an den, na, wie heißt er noch gleich? Shalimar Souffle de Parfum, weil er ein bisschen, ja, fast schon zarter rauskommt und fast schon so ein bisschen pudrig wirkt. Ich finde, dass die Bittermandel direkt wahrnehmbar ist, aber das checken wir gleich nochmal aus. Das war jetzt nur mal ein kurzer Sneak Peek, weil ich es nicht aushalten konnte. Denn welche wir auch gleich noch zusammensprühen, ist der Cherry Oud. Schauen wir mal hier rein. Ja, genau. Der ist auch schon so ein bisschen rosa von der Farbe her. Das ist jetzt ein Duft, auch aus dem Jahre 2022. Ein Unisex-Duft. Parfümeur ist auch Delphine Jacques. In den Duftnoten haben wir Oud, Kirsche, türkisches Rosenabsolü, bulgarische Rose und Ledernoten. Oud ist ja bei mir relativ schwierig, deshalb freue ich mich doch sehr, mal Cherry Oud zu testen, denn Kirsche finde ich eigentlich meistens ganz schön und angenehm. Dann haben wir noch den Aqua Allegoria Forte. Ich bin großer Fan von der Originalversion. Und deshalb bin ich mal ganz gespannt, wie diese Aqua Allegoria Fortis sich so verhalten. Das ist ein Damenduft, auch aus diesem Jahr 2022. Wir haben in der Kopfnote schwarze Johannisbeere, Basilikum, in der Herznote italienische Mandarine, bulgarische Rose, Orangenblüte, Bourbon, Vanille und in der Basis Sandelholz. Delphine Jacques ist hier auch die Parfümeurin. Und zu guter Letzt ein Release aus dem letzten Jahr, ein Unisex-Duft aus dem Jahre 2021 von Delphine Jacques und Thierry Vasseur. Der müsste jetzt meinen Berechnungen nach grün sein. Ja, so ganz leicht, man kann es jetzt in der Kamera, glaube ich, nicht erkennen. Den finde ich ganz spannend, weil wir hier in den Duftnoten kalabrische Bergamotte, Orangenblüte, Thymian, Minze, Rosmarin und Moschus haben und ich noch. Ja, auf der Suche nach einem schönen Minzduft bin. Und wir wechseln die Perspektive. Ich liebe diese Bittermandelnote jetzt schon. Der hat für mich nochmal so ein bisschen was Besondereres als der Fève Délicieuse, den ich ja auch sehr gerne mag. Aber hier hat man noch vorne raus so leichten, ja, so einen leichten Mandelpuder. Aber wir sprühen ihn jetzt nochmal zusammen. So, sprühen wir direkt mal hinterher. Ja, zu Beginn wirkt der Duft sehr pudrig, aber nicht so bittermandelig wie beispielsweise Lost Cherry. Der hat ja direkt so einen sehr marzipanigen Charakter. Der ist hier sehr viel feiner. Deshalb hat er mich im ersten Moment auch an diesen Duft erinnert, an den Shalimar Souffle de Parfum. Der ist allerdings ja, eher ein orangiger Duft, aber der kommt zu Beginn auch sehr pudrig raus. Und Blüten rieche ich jetzt noch keine, aber ich erahne so eine leichte Gerlinade. Das ist ja die bekannte Guerlain-DNA, eben dieses Zusammenspiel aus Bergamotte, Iris und Vanille. Die Vanille wirkt hier sehr viel zahmer als in den üblichen Shalimar-Kreationen, sag ich mal. Von Rose und Jasmin rieche ich noch nicht ganz so viel, aber ja, könnte sein, dass der Duft sich noch entwickelt. Ich habe jetzt den Eindruck, dass es eher ein Abend- und ein Ausgehduft ist als ein ja, Alltagsduft. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal testen, wenn ich den Duft die nächsten Tage trage und davon werde ich euch dann auch berichten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier eine gute Alternative ist zu dem Dior Fève Délicieuse. Den habe ich auch da, müsste ich aber auch noch mal genauer testen. Der Millésime Tonka kommt mir jetzt so ein bisschen brillanter vor als der Fève Délicieuse, aber das kann
davon kommen, dass ich eben Millesime Tonka aus dem Flakon aufgesprüht habe und von dem Fifth Delicious habe ich nur so eine kleine Probe zum Auftupfen. Ich finde den Duft ganz schön und gelungen und genau, bin jetzt gespannt, wie oft ich ihn tatsächlich trage. So, mit welchem machen wir jetzt weiter? Ich würde sagen mit Herbe Troublante. Ich hoffe jetzt, dass er nicht zu krautig rauskommt, aber auf Minze freue ich mich. So, Herbe Troublante. Sehr zitrisch. Also hier kommt die Bergamotte auf jeden Fall gut raus. Die Orangenblüte gibt so einen blumigen Charakter. Auf gar keinen Fall stickig. Zum Glück rieche ich noch nicht ganz so viel Thymian. Ja, eine leichte Gras- und Minzennote kann ich wahrnehmen. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein wunderschöner Sommerduft ist. Oder eben ein Wellnessduft für den Winter. Und Cherry Oud. Ich bin ja nicht der allergrößte Oud-Fan, wie ihr vielleicht wisst, aber ich bin ein Kirsch-Fan und ja, lass mich doch immer ganz gerne nochmal inspirieren, ob es vielleicht doch Oud-Düfte sind, die gibt, die für meine Nase geeignet sind. Ja, oh ja, oh, da kommt direkt eine ganze Oud-Front auf mich zu. Er ist nicht so kirschig, wie ich dachte. Rose rieche ich auch. Oud und Rose ist ja auch immer so eine bekannte Kombination, die eigentlich ganz gut funktioniert. Schinken. Nein, es ist böse. Herbstfeuer, kuschelig, holzig, eher so ein dunkles Holz, ein dunkles Oud haben wir hier. Es ist nicht so dieses, ja, feine, helle Oud, wie zum Beispiel in Oud Wood, sondern eher so ein bisschen gehaltvolleres Oud, ein süßerer Duft. Kirsche nehme ich nur so ganz minimal wahr. Für mich steht hier mehr die Rose mit dem Oud im Vordergrund. Und leichte Ledernoten soll er auch noch haben. Ja, vielleicht hinten raus riecht man zu Beginn schon so ein bisschen Leder. Aber da muss man vielleicht noch mal warten, bis der sich ein bisschen gesetzt hat. Ich finde ihn jetzt ganz angenehm für einen Oud-Duft. Aber ich glaube, das wäre jetzt kein Duft, den ich großartig tragen würde. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die wir gerade getestet haben. Und jetzt freue ich mich auf den tollen Mandarin Basilik Forte, also ich hoffe mal, dass er toll ist. Ach nee, er heißt Forte Mandarin Basilik. Ich habe ja die Originalversion, den Mandarin Basilik euch auch schon gezeigt. Den liebe ich sehr, den habe ich erst dieses Jahr gekauft. Und er hält natürlich nicht so wahnsinnig lange. Es ist auch nur ein Eau de Toilette, glaube ich. Ja, wir haben hier eine Eau de Toilette-Konzentration. Der Aqua Allegoria Forte ist jetzt eine Eau de Parfum-Konzentration. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor Johannisbeere, die soll hier drin sein. Außerdem, im Gegensatz zu dem Originalduft, haben wir hier noch, ich habe es euch ja gerade schon erzählt, haben wir hier noch eine Rose mit drin, die ist im Original auch nicht enthalten, und Vanille. Ah, doch, 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 doch. Der ist schön, der hat was Gummibäriges zu Beginn. Vor Johannisbeere oder Schwarzer Johannisbeere und Cassis habe ich immer so ein bisschen Angst, weil die können in meiner Nase schnell so ein bisschen katzenartig erscheinen. Aber der riecht tatsächlich überfruchtig. Oh ja, den finde ich schön. Auch eher ein Sommerduft. Ich wollte ihn jetzt aber trotzdem testen, weil er relativ neu erschienen ist. Ja, der macht Spaß. Ja, der macht Spaß. Der riecht nach einer Tüte Gummibärchen. Basilikum rieche ich noch nicht ganz so viel. Na, wobei doch, so ganz dezent im Hintergrund ist da was Grünliches. Er ist süßer als der Originalduft, würde ich sagen. Aber sicherlich auch für alle geeignet, die den Originalduft lieben und sich einfach eine stärkere Version wünschen. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und bleibt gesund.